Erster US-Bundesstaat akzeptiert Bitcoin als Zahlungsmittel. Louisiana akzeptiert ab sofort Bitcoin-Zahlungen, laut Finanzminister Dr. John Fleming. Dies gab er in einer Pressemitteilung bekannt. Die Einwohner können staatliche Dienstleistungen nun über ihre sicheren Crypto-Wallets bezahlen, jedoch nur mit Bitcoin, Lightning und USDC. Die erste Kryptozahlung wurde vom Department of Wildlife and Fisheries empfangen, jedoch mit einem kleinen Haken. Die Coins werden nicht direkt von den Behörden empfangen, sondern vorher von BitPay in US-Dollar umgewandelt. Jay Sykes von BitPay verspricht, dass die Kryptozahlungen effizient und sicher gestaltet werden. Fleming betont, dass diese Innovation den Staat vor Kryptovolatilität schützt und den Bürgern Flexibilität bietet. Ob andere US-Bundesstaaten diesem Beispiel folgen, bleibt abzuwarten. Diese Meldung erschien zuerst auf unserer Website. Für weitere Informationen zu Kryptowährungen abonniere unseren Kanal oder schau dir das nächste Video an.